Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Und ich würde sagen, wir öffnen die Runde für die Platten, ja, die halt nicht so geil waren oder unter über den Erwartungen zurückgeblieben sind. Hinter. Irgendwie sowas. Genau, da bin ich auch mal gespannt und ob wir auch einige Gemeinsamkeiten haben. Und ja, Michael, hast du zufällig eine Platte, wo du sagst, dieses Jahr so, oh, das hat mich enttäuscht? So. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas bleibt bei mir dann meistens nicht hängen. Also ich bin da vielleicht auch so eingestellt, dass ich dann sagen würde, okay, das war nichts, und dann fällt das bei mir ganz schnell hinten runter. Also ich gebe jetzt echt, was ich im Kopf habe, kein Album, wo ich wirklich sagen würde, oh, das ist grottenschlecht, das hat mich total nicht abgeholt, weil meistens höre ich die Dinger dann nicht weiter, werden ab ACTA gelegt als Fall geschlossen, und beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser. Da könnte ich jetzt gar nichts raushauen. Ich würde aber trotzdem an dieser Stelle kurz etwas eine Band ansprechen, die mich dieses Jahr besonders geflasht hat. Das war nämlich auf einem Live-Event. Ich würde da jetzt einfach mal eben diesen Part reinhauen. Das war nämlich Kanonenfieber. Eine Band, die über den Ersten Weltkrieg singt, und im ersten Moment könnte man da leicht rechte Züge machen, weil sie halt eben mit Uniform etc., preußischer Pickelhaube auf die Bühne gehen etc., aber es ist halt einfach genau nicht der Fall, diese rechte Art, sondern das sind irgendwie alte Kriegstagebücher, die quasi versungen werden, und quasi dieser Leid und Schmerz und dieser furchterregende Kriegsalltag irgendwie in einer Mischung zwischen Death und Black Metal vertont wird. Und diese Band hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, habe sie dann auf dem Wolfsfest live gesehen, und es war so eine krasse Atmosphäre. Und egal, wer diese Band vorher noch nicht live gesehen hat oder nicht kannte, selbst die anderen Bands, dann, die waren einfach von dieser Bühnenperformance mega geflasht. Und daraufhin, ich warte jetzt auf das Album, deswegen wäre wahrscheinlich dann auch irgendwie in meine Top 3 gerutscht. Aber wie gesagt, diese Bühnenperformance hat mich so mitgerissen. Der Sänger fängt dann an, irgendwie während er singt, so diese zittrige Hand zu bekommen und so weiter. Mega atmosphärisches Erlebnis, Leid, Schmerz und so weiter, so gut in diese Mischung zwischen Black und Death Metal vertont. Deswegen, wo wir dann halt bei Leid und Dings sind, also wie gesagt, so ein richtiges, schlechtes Album habe ich nicht, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, lohnt sich nochmal anzuhören, um diesen Slot jetzt einmal umgewandelt zu haben. Und ich bin auch auf das zweite Album für 2023 gespannt, was da kommen wird als Ausblick. Aber um irgendwie die Kurve zu kriegen zu unserem Thema, was wir haben, Flop-Alben. Clement, hast du vielleicht ein Album oder Künstler, wo du enttäuscht warst? In der Tat. Ich habe euch jetzt gerade echt spannend, finde ich spannend, sowas. Ist ja eine ähnliche Band wie 1914. Die haben ja zeitgleich auch mit Skypechar aus Bielefeld ein Album veröffentlicht, die auch so diese Kriegsthematik wählen, und dann wird ja immer gleich automatisch der rechte Mief angehängt. Aber unabhängig davon auch gute Band. Ich war in der Tat sehr enttäuscht von Lorna Shore. Also ich habe die EP 2021 abgefeiert mit den drei Songs und fand die wirklich herausragend mit dem neuen Sänger. Deathcore ist nicht mein Ding, symphonischer Deathcore erst recht nicht, aber die haben mich echt getoucht damit. Und das Album jetzt, was jetzt rausgekommen ist, erste Album mit dem neuen Sänger, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ich finde, die Songs sind völlig austauschbar, immer das Gleiche. Technisch sicherlich gut, aber ich habe es zweimal gehört und musste es dann leider wieder in den Niederungen meines CD-Schranks verschwinden lassen. Ja, haben mich tatsächlich einige User auf YouTube angeschrieben, ich soll unbedingt das Album hier reinziehen, und Deathcore ist auch nicht so mein Ding, bis auf das Original, ich behaupte das jetzt einfach mal, Suicide Silence. Ich weiß, es gibt davor noch einige Bands, und in einer hat auch hier der Marco von der Vinylstube rumgeprügelt.
Six Reasons to Kill, kommen aus Deutschland, Koblenzer Region. Und wenn man sich die halt anhört und Suicide Silence, muss man halt sagen, also sorry, Suicide Silence, ihr habt 1:1 Six Reasons to Kill, so den Sound euch zu eigen gemacht. Also es ist jetzt kein Witz oder so und es ist auch nicht so, weil Marco auch hier bei Moshpit Passion ist und mit Vinylstube. Hört euch mal bitte Six Reasons to Kill an und dann die erste Suicide Silence. Also gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Aber ich weiß nicht wieso, das war Suicide Silence. So von den modernen Bands her war immer so mega geil und dann halt Laura Shaw war, oder ich weiß, ich kann nicht an Laura Shaw. Also Suicide Silence waren halt die erste Band des Genres, die in die Billboard-Charts eingestiegen sind. Die waren irgendwie damals auf 119, da war das ja noch was mit dem Debüt. Deswegen sind die mega gehypt worden, aber es gab davor ja schon diverse Bands, die das gemacht haben und Laura Shaw, genau. Ja. Ja, habe ich dann, weil ich bin kein Deathcore-Hörer, sagen wir mal so, deswegen halt enthalte ich mich dem. Ja, ich auch nicht, aber die fand ich geil. Also und die EP mit den 3 Songs und aber wie gesagt, auf Dauer ist mir das dann auch, mal ist nett, aber ich bin jetzt kein Deathcore-Spezialist, definitiv nicht. Nicht mehr bei Tobias und Heiko gespannt, also eher Tobias, nicht, dass ihr euch jetzt wieder überschneidet. Ja, ist in die Frage, wollen wir auch wieder 3 haben? Also ich hätte sonst 3 zur Auswahl. Gerne, hau raus. Okay. Ja, fangen wir, also schlimmerweise sind es 3 Alben, die ich auch besitze. Dementsprechend ist das, also ich würde es nicht als Fehlkauf bezeichnen, aber zumindest eine Enttäuschung jeweils. Also es ist kein Totalausfall in allen 3 Fällen. Aber wie gesagt, ich habe mir mehr erwartet, sagen wir mal so. Ich fange mal an mit einer Band, die es auch schon recht lange gibt, aus dem Bereich des Mittelalter-Metal. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, was die genau machen. Jedenfalls sind sie bekannt wie ein bunter Hund, die Apokalyptischen Reiter mit Wilde Kinder. Ich finde es, ich zeige es nochmal vielleicht, also erstmal finde ich es ein pottenhässliches Cover. Fangen wir damit schon mal an. Wobei darüber kann ich meistens ganz gut hinwegsehen, weil ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, wenn das Cover schon schäbig ist, dann kann das Album schon nichts mehr sein. Also mir geht es eigentlich in erster Linie um die Musik. Aber als Fan eigentlich auch der apokalyptischen Reiter und mit allem im Ohr wie Licht, wie Moral und Wahnsinn, solche richtig, oder auch das letzte richtig gute Album von denen fand ich, der Rote Reiter, auch wirklich ein sehr gutes Album, war ich durchweg enttäuscht, was mir dann hier um die Ohren wehte. Also ich habe es 3, vielleicht 4-mal gehört. Und es ist jetzt, wo ich es nochmal wieder rausgeholt habe, könnte ich nicht zu einem sagen, oder so klang es ungefähr. Ne? Also es ist wirklich so gut wie nichts hängen geblieben. Es läuft so durch, stört einen nicht groß, aber es lässt auch überhaupt nirgendwo aufhorchen so richtig. Und deswegen von mir leider eine Enttäuschung dieses Jahres dann für das aktuelle Album der Apokalyptischen Reiter. Ich finde die Apokalyptischen Reiter, All You Need Is Love, das ist das Album, was ich total geil finde und alles andere kann ich mir von denen nicht erinnern, aber das Album liebe ich. Ja, das ist auch gut. Rausch, ein geiler Song, der so langsam sich aufbaut und dann in so ein, also das ist auch ein bisschen reiteruntypisch, finde ich. Die Schönheit der Sklaverei, also geil. Da waren sie halt auch noch ein bisschen Death Metal-lastiger. Ja. Tatsächlich, mein letztes Album von denen ist dieses Doppelalbum von 2014, Tief Tiefer, oder wie heißt das? Ja, Tief Tiefer, das war vor Roter Reiter, das ja. Das war so, weiß ich noch, wie ich das gefeiert habe und danach auch nicht mehr so richtig. Und bei mir war genau das, was du sagtest, nur umgekehrt. Ich habe das Cover gesehen, ich habe die Schrift gesehen, das ist so ein Font, den kannst du aus dem Internet laden. Finde ich ganz schlimm, das ist so ein Graffiti-Font, den habe ich schon in meinem ersten Praktikum, weiß ich noch ganz genau, benutzt. Da dachte ich mir, nee, das darf doch nicht wahr sein. Das Ding, was ich fast vor 18 Jahren tatsächlich genutzt habe, kommt hier mit so einem Artwork raus. Ich habe es mir aus Protest nicht reingezogen. Also richtig so stumpf und Protest, kann doch sein, dass ich das Album höre und ist für mich das Album des Jahres. Aber ich habe da gesagt so, nee. Also sorry, das da hört's auf. Ja.
Ich weiß nicht, du hast noch zwei andere Beispiele? Oder ich habe noch zwei weitere Enttäuschungen. Soll ich die direkt dran schieben? Ich sehe noch gerade, wir haben nur 5 Minuten, zeichnen wir wieder an. Okay, dann würde genau. Auch beides sehr renommierte Bands, die mich dieses Jahr enttäuscht haben. Und dann machen wir mal weiter mit dem aktuellen Amon Amarth-Album. Muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich mir da nicht unbedingt Freunde vielleicht mache oder ein oder andere das vielleicht richtig abfeiert. Aber ich kann mit dem aktuellen Output nicht besonders gut viel anfangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ähnlich wie bei Apokalyptische Reiter. Ich höre es mir an, es läuft durch, aber es ist auch dort so, dass ich nachher nicht mehr auseinanderhalten kann, welches Lied jetzt irgendwie wie hieß oder welchen Refrain hatte oder was auch immer. Es ist für mich kein Album, was irgendwie hängen bleibt. Und das vor allem nach den letzten beiden Alben, die ich wirklich sehr hart abgefeiert habe von Amon Amarth. Es kann daran liegen, dass sie, wie man drüber, also man sagt ja, sie wären so ein bisschen wieder zurückgegangen zu ihren Wurzeln oder es wäre wieder alles ein bisschen härter und rauer geworden. Aber auch das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so unterstreichen. Aus meiner Sicht ist das nicht härter und rauer als vorher. Es ist glatt gebürsteter Death Metal, der nicht hängen bleibt für mich so. Ne? Also irgendwie nicht kein, ja, weiß ich nicht, kein, nicht das, was ich mir erhofft habe nach den letzten beiden Alben, ganz einfach so, ja. Ich hatte dabei so ein bisschen das Gefühl, sie haben das gemacht, was sie können und sind da einfach sehr, sehr solide in ihrer Schiene drin geblieben, ohne große Experimente. Ja. Also das war für mich so das Gefühl des Albums, weil ich sehe das bei diesem Ding ziemlich ähnlich, dass der Song und auch, ich habe mir dann ein Video angeguckt und so, ja, das ist Amon Amarth, das ist gut, sie tun das, was sie können, aber mehr auch nicht, so, Punkt. Ja, ja. Ja, und als letztes Album vielleicht noch schnell, beim Blick auf die Uhr, Kai, da machen wir uns vielleicht keine Freunde. Ja, es tut mir leid, also du hast ja gerade selbst gesagt, das wird kontrovers gesehen, das Album, und bei mir ist es halt ich bin eher der es kritisch sieht nach den letzten beiden Autos, also ich bin auch eher ein Freund der letzten beiden oder letzten drei Alben, so vom Sound her, von dem, wie sie sich entwickelt haben. Und da war das für mich jetzt auch wieder, jetzt wie gesagt, kein Totalausfall, aber es ist einfach für mich eine Enttäuschung gewesen von dem, was ich eigentlich erhofft habe, wie es weitergeht, so sage ich mal, von der Entwicklung der Band hin oder der Musik hin. Und ja, ich kann mit dem Output ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Es ist im Vergleich zu den anderen beiden vielleicht noch ein bisschen milder. Ne? Also da sind schon einige Songs, die mir auch gefallen. Zum Beispiel Hate über alles. Ich gucke gerade, was haben wir noch? Ich fand auch sehr stark das Midnight Sun, fand ich auch echt gut. Pride Comes Before the Fall fand ich auch wirklich ein gutes Lied. Aber so über das Gesamte gesehen sind ja auch insgesamt, wie viel sind es? 11 Songs, ja. Ja, ne? Wenn es dann 3 gute sind und 8 nicht so gute Songs, dann finde ich, ist es für mich eher eine Enttäuschung des Jahres. Genau, deswegen, ja, das ist das dritte, was ich für dieses Jahr sagen muss, wo ich mich nicht so ganz wiedergefunden habe, ja. So, dann mache ich eben Pause, starte das Ganze nochmal und dann machen wir mit Heiko eben weiter. Dann haben wir den. So, dann Heiko, was hat dir dieses Jahr nicht so gefallen an Musikbands? Also, Creator und Amon Amarth kann ich nachvollziehen. Bei Amon Amarth sehe ich so, das ist eines der schlechtesten Alben von denen, aber ich hatte trotzdem eine Menge Spaß dabei. Im Vergleich zu Creator fand ich zum Beispiel die neue Destruction sehr, sehr viel besser. Im Vergleich aber auch die neue Tankard war dann schon eher so ein halber Flop-Kandidat, sage ich mal. Bei denen habe ich aber auch jetzt nicht allzu viel erwartet, weil ich die letzten Alben alle so ein bisschen okay fand, so ein paar Highlight-Songs und so weiter. Aber jetzt als ganzes Album nicht das Wahre. Ein Thrash-Metal-Album, was mich noch sehr viel mehr enttäuscht hat, war aber das neue Razor-Album, Cycles of Contempt, das erste Album seit 25 Jahren. Und dafür ist das eine ziemliche Nullnummer. Also das Mixing ist richtig, also das Musikalische ist okay, aber das Mixing ist schrecklich. Der Drum-Sound ist total künstlich, total furchtbar. Es hat ein paar echt ganz, ganz merkwürdige Vocals auf dem Album und insgesamt einfach, war das leider überhaupt nichts. Ein anderes Album, wovon ich auch ein bisschen mehr erwartet habe, war Darkthrone, Astral Fortress.
was ich leider ziemlich, ziemlich langweilig fand über weite Strecke. Das hat tolle Momente, aber so diese aktuelle Doom-Phase von Dark Throne hat sich für mich echt erledigt. Und ich wünschte mir, die würden mal wieder so ein bisschen auf die Kacke hauen, so ein bisschen wie in den frühen 2010ern so ein bisschen mehr Speed Metal und so weiter machen. Aber dieses 7 Minuten lang auf so 1, 2 Riffs rum die anderen, das hat da für mich gar nicht mehr getaugt. Und um das noch abzurunden, ein Album von einer sehr großen Band, was mich komplett kalt gelassen hat, Kajos Lieblingsband Behemoth, Opus Contra Naturam hieß es, glaube ich. Das war auch wirklich nichts. Also es ist halt absolut okay, aber von so dieser größten Band in den Genre kann man echt ein bisschen mehr erwarten. Also das war echt so völlig egal, das Album. Hat vielleicht live ganz gut funktioniert, aber so auf Album war das auch echt nichts. Und ich glaube, das waren im Grunde so die Alben, die ich nicht per se schlecht fand, aber die einfach mich komplett kalt gelassen haben, die mir nicht wirklich irgendwas gegeben haben. Ja, ich habe tatsächlich 2 Nu-Metal-Alben bei mir. Und zwar, da fangen wir erstmal an mit dem mittelmäßigen Billy Talent tatsächlich. Anfang des Jahres kam das Ding raus. Ich habe es bei mir auf YouTube besprochen und dachte so, boah, das ist echt nur so mittelmäßig, so lauwarm. Alles schon mal gehört, aber auch nicht wirklich geil. Also wenn ich das vergleiche jetzt so mit Korn, die sich dann irgendwie so wiedererfinden, dann ein bisschen mehr auf die Kacke hauen und hast du so ein paar Momente, denkst du, boah, geil. Das hatte ich so bei Billy Talent gar nicht, wo ich dachte so, ja, schön, aber das war's dann. Ich glaube, die Geschichte, die Nummer ist mit denen durch. Und so im Verlaufe des Jahres dachte ich mir, boah, wie generisch hat die Band sich eigentlich stumpf kopiert. Und nee, also ich nehme das Mittelmaß zurück und sage, das ist wirklich eine Enttäuschung so, weil selbst die Alben davor, wo die so andere Sachen probiert haben, dieses Afraid of Heights oder das vierte Album, dieses blaue Unterwasser, fällt mir jetzt nicht ein. Das war anders, aber das war immerhin wenigstens ein Versuch, aber das Neue ist so, weiß ich nicht. Wo ich auch enttäuscht bin, was in die Richtung geht, Slipknot tatsächlich. Es gibt ein paar geile Momente, aber ich denke mir so, ja, es ist so ein 0815 Slipknot hauen eine Single raus. Ist okay, aber das war es dann auch schon. Und das ist dann halt irgendwie, habe ich das Gefühl, was auch die letzte Platte jetzt ist, die bei Roadrunner Records erschienen ist, dass man so gesagt hat, so, ja komm, hier, nimm irgendetwas, hau das raus, Hauptsache wir sind vom Label weg und verkaufen es dann den Leuten als ganz große Kunst, wo ich mir eigentlich so überlege, wo ist die Band eigentlich hergekommen, so das Debüt oder Iowa oder selbst noch Volume 3 und sehe dann so, was jetzt rausgekommen ist und auch schon das letzte Album, denke ich mir so, also gerade beim letzten waren noch für mich so ein paar Highlights drauf, aber das neue auch enttäuschend tatsächlich, aber ein absoluter Reinfall für mich und ich habe die Platte mir geholt und will dem Ganzen noch eine Chance geben, sind Papa Roach mit Ego Trip, die sich dann nochmal selber irgendwie gecovert haben mit Last Resort, mit irgendeinem Hip-Hop-Künstler, ich glaube, das ist aber nicht drauf, aber das Ding dachte ich mir, auch das Gleiche, wo die hergekommen sind und was sie jetzt versuchen quasi und dann auch so Brücken zu schlagen, so, ja, hier der Song, das ist Broken Home Teil 2 und dann hörst du einfach nur so ein Rumgeheule, No Apologies ist das, wo ich mir denke, okay, cool, das läuft auf WDR 4, kann man auch irgendwie so mitklatschen, hat seine Berechtigung, aber so im Großen und Ganzen denke ich mir so, nee. Ja. Alles Bands, die mit denen man aufgewachsen ist, aber muss man auch sagen, wenn es halt nicht so, alle 3 Bands, fällt mir gerade an, so Billy Talent, die ersten 3 Alben, gleich hart ab, das, aber vielleicht werde ich alt und ein Boomer, aber ja, die zweite Billy Talent ist super, aber danach kenne ich tatsächlich gar nichts. Ist vielleicht auch möglicherweise besser so. Ja. Ich bin bei der Stimme raus, das ist nicht meins. Also, die ersten beiden fand ich total geil. Wobei, kennst du die, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Raptors oder so, RXPTRS, die haben dieses Jahr ein Album rausgebracht. Das ist auch so eine Billy Talent-Stimme, wirklich ein super, super gutes Album. War bei mir im Adventskalender, kann ich nur empfehlen. Also RXPTRS, ich weiß nicht, Raptors spricht man die, glaube ich. Hm. Ganz frische, junge Band und die erinnern mich so an Billy Talent zu den Anfangstagen.
Musst du mir mal schicken. Hört sich sehr interessant an. Billy Talent Anfangstage, bin ich sofort dabei. Billy Talent Anno 22. Nee. Ja gut, und Slipknot, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie schlecht über Slipknot reden, aber dass das nur noch eine Cash-Cow ist und nicht mehr dieser Spirit und dieser, ich sag mal, diese Energie und diese, die mal dahinter steckte, das ist ja eigentlich klar. Also das ist wirklich nur noch eine Band für live und dass sie halt Kohle machen. Das ist meine Meinung dazu. Also auch Platte, nee. Ich muss sagen, Slipknot ist die einzige Liveband, die ich jetzt, weiß nicht, mehrmals gesehen habe und die mich nie enttäuscht haben. Trotz dieser ganzen Line-Up-Wechsel oder so. Selbst im Sommer dachte ich mir so, ja, die neuen Singles, boah, ich weiß nicht. Aber live hauen die echt alles weg, bis auf Spit It Out. Live denke ich mir so, boah, einer der schlimmsten Songs überhaupt, den man überhaupt live spielen kann, weil auf Platte mega geil, aber live haut mich das Ding nie um. Aber das muss man denen echt lassen, trotz, sag ich mal, dieser mittelmäßigen oder enttäuschenden Alben, die da erschienen sind. Aber ja, ich stimme dir zu mit dem ganzen Drumherum. Ja, man nimmt halt da den Versuch, glaube ich, schon den ein oder anderen Euro da mitzunehmen, mit auch wie das aufgebaut ist, mit dem diesen ganzen Whisky. Okay. Warum nicht? Ja. Ich finde aber tatsächlich den Slipknotigsten Song auf dem Album, so den experimentellsten, nämlich den allerersten. Ich finde den tatsächlich mit Abstand am besten. Den finde ich tatsächlich richtig klasse. Aber so ein paar. Langsame oder irgendwie. Ja, genau. Der nicht mal irgendwas mit Metal zu tun hat. Der so, völlig abseits von allem, was die je gemacht haben, ist. Den finde ich richtig klasse. Dachte ich erst, das ist ein anderes Album, das ist doch nicht Slipknot. Ja. falsche Dings drauf gepresst, ne? Ja, genau. Irgendwas. Ich werde nie vergessen, und zwar auf dem Notfest war der Promoter von Oktober Promotion da, jetzt kann ich es ja sagen. Und der sagte so, wenn du das Ding hörst, der erste Song, das ist eine Ballade. Und ich gucke den so an, du verarschst mich. Ich so, nee. Der sagte mir, also einige, das wird kontrovers diskutiert werden. Am Ende kaufen natürlich die Leute das und geht Platz 1 in den Charts, aber das Ding wird kontrovers diskutiert werden. Und das erste ist halt ja, so eine Halbballade. Und ich dachte mir nur schon damals so, boah, das Ding, das geht in die Hose, so Stone Sour in Soft, ja, und was soll ich sagen? Ich hoffe, man kriegt irgendwie die Kurve, so wie bei Woolbeat, dass man dann auf der aktuellen Platte auch so ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln geht, aber naja, sei es drum. Klang Woolbeat nicht immer gleich? Ja, das stimmt. Die haben ein Album gemacht und sich dann nur reproduziert. Und zwischenzeitlich wurden die dann wirklich radiotauglich und auf dem neuen sind die so haben die so ein Mittelmaß zwischen aus den ersten dreien und aus den letzten beiden. Die waren schon extrem. Wie bei Disturbed, kann man so sagen. Nur Disturbed, die neue, die finde ich persönlich, hat mal wieder deutlich Balls. Was man so von Disturbed als Balls bezeichnen kann. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf eure, wie soll ich das sagen, 2023 Erwartungen an Bands, an Alben, die da erscheinen werden. Was mir direkt in den Kopf kommt, ist Metallica. Ich weiß nicht, was ihr so in dem Sinn habt, was ihr euch erhofft, erträumt an Bands. Dann fangen wir wieder an, Michael. Habe ich tatsächlich gar keinen Fokus drauf, da sich bei mir gerade von dem normalen Hören der Fokus irrsinnig stark auf Live-Konzerte, Festivals verschiebt, weil ich eben für die Leute, die es nicht wissen, ganz häufig auf Konzerten fotografiere, unter anderem auch hier ne, für Mosh Pit Passion, bin aber auch hin und wieder mal alleine unterwegs. Deswegen habe ich mit den Alben gar nicht so sehr ein Auge drauf geworfen, sondern mehr auf die Live-Termine und die Touren. Musste aber allerdings auch sagen, was ich halt vorhin schon gesagt habe, zu Raubein, da bin ich sehr gespannt, da ist ein zweites Album im Kommen und da bin ich gespannt, weil das ja jetzt nicht mehr das Debütalbum ist, was so auf diese persönliche Lebensgeschichte von diesem Henry gegangen ist, ob da diese, ja, zwei Ebenen, also diese ja, schöne Musik und B, noch diese persönliche Ebene, ob das gehalten werden kann. Also das finde ich sehr, da bin ich sehr gespannt. Ansonsten mit, wie gesagt, Metallica und so, ich habe da was
ne, so hier oder da was gesehen, aber das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr. Da habe ich wirklich den Fokus mehr auf die Tourtermine und Live-Gigs. Da kann ich jetzt wirklich nicht viel zu sagen, was mich sonst da jetzt noch, was ich da freudig wem ich da freudig entgegenfieber. Clement, hast du da vielleicht eine Band oder ein Album im Sinn? Ja, ich freue mich auf das neue Obituary-Album. Die kommen am 12. oder 13. Januar. Die zwei Vorab-Songs sind okay. Ich finde das letzte Selbstbetitelte ziemlich geil. Ich bin großer Fan von Slowly Rot vom ersten und vom dritten. Das zweite, Cause of Death, finde ich auch ein paar Songs gut, aber da war Alan West nicht so dabei. Da bin ich dann nicht so, also ich finde Alan West einer der besten Gitarristen, Rhythmusgitarristen überhaupt und ja, leider nicht mehr dabei, aber das 2017er Album klang wieder so ein bisschen in die Richtung und wie jetzt die Vorab-Songs, ich bin gespannt auf das Album. Metallica auf keinen Fall. Metallica, obwohl der Song jetzt ja ein bisschen oldschooliger klingt, aber die haben so ein bisschen, die haben diesen Sleaze-Anteil in den Gitarren, das finde ich ganz furchtbar. Und ja, also mal gucken, was noch so kommt. In Flames, bin ich auch gespannt. Soll ja ein Knaller werden. Ist ja von den ganzen Gazetten schon so angepriesen, dass das ein ganz tolles Album wird. Schauen wir mal. Ja, bin ich auch mal gespannt, In Flames. Also Tobi. Die Singles waren super. Ja, das stimmt. Live tatsächlich auch, ja. Überraschend gut. Aber die sind jetzt ja auch so ein bisschen getriggert durch, ich sag mal, Bands wie Halo Effect oder auch Gran Cadaver. Übrigens auch ein richtig geiles, ich glaube, das Album ist von 2021, auch halt richtig guter Melodic Death Metal, ein bisschen härter, auch Stunner am Mikro. Und das sind halt Bands, die deutlich mehr Punch haben als die letzten In Flames. Und ich bin gespannt, ob die jetzt sich nochmal aus der Reserve locken lassen. Hubi. Ja, ich habe schon das eine oder andere so auf dem Zettel. Wobei man natürlich jetzt das gesamte nächste Jahr nicht so richtig überblicken kann, was da vielleicht noch im zweiten, dritten, vierten Quartal kommen wird. Aber zumindest so, was im ersten halben Jahr so kommen wird, da bin ich sehr gespannt. Habe ich erstmal hier so einen kleinen Geheimtipp. Tail Gunner, ich weiß nicht, wer da vielleicht schon mal was von gehört hat. Die sind jetzt auch ganz kürzlich. Ich habe hier diese EP hier, die ich gerade in der Hand halte, rausgebracht. Crash Dive heißt die. Ja, auch sehr, sehr, sehr starker Heiko, hör gut zu, Speed Metal, Heavy Metal alter Schule, solltest du mal reinhören, freue ich mich schon drauf. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade eine EP, sind 5 Songs drauf und die wollen wohl im kommenden Jahr dann auch ein vollständiges Album rausbringen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, bei Fireflash Records kommen die raus, ich weiß gar nicht, wo das ist, ich glaube in Donsdorf. Ach, guck mal wieder Donsdorf. Hm. Ja, Fireflash Records. Da sollen die rauskommen. Genau, und dann natürlich von Finsterforst, das neue Album. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich auch echt ein großer Fan. Das letzte fand ich richtig, richtig gut, das letzte Album. Da hoffe ich auf einen guten neuen Output im nächsten Jahr. Und jetzt natürlich auch das neue Elevati-Album. Da bin ich auch mal gespannt drauf im kommenden Jahr. Das ist noch nicht genau also klar, wann, aber es soll irgendwann nächstes Jahr wohl ein neues Elevati-Album geben. Und da hoffe ich drauf und da freue ich mich auch hoffentlich drauf, wenn es denn gut ist, ne? Heiko. Ja, auf jeden Fall auch die neue Obituary. Also die letzten zwei Alben fand ich echt super und ich denke mal, das wird sich da genauso fortführen. Dann auf jeden Fall das erste Album von Host. Das ist ein Nebenprojekt von Greg McIntosh und Nick Holmes von Paradise Lost, wo sie den Sound vom Host-Album quasi neu aufleben lassen, eben in der Moderne. Und das klang bisher ziemlich, ziemlich geil. Und da ich das Host-Album echt liebe und sowieso alles liebe, was die machen, habe ich da sehr, sehr viel Bock drauf. Das ist jetzt reine Spekulation, aber es ist nicht unrealistisch, dass ein neues Unto Others-Album kommen könnte, weil er schon beim Erscheinen des letzten Albums sagte, dass er schon beim nächsten Album dran ist. Also und zumal die auch bei zum Beispiel auf dem Partisan auftreten. Also möglicherweise, und ich nehme an, das wird dann schon mein sicheres Album des Jahres, wenn es denn kommt, mal schauen. Sodom hatten ja schon gesagt, dass ein neues Album kommt, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf und was auch nicht unwahrscheinlich ist, dass ein neues Dying Fetus Album kommt, es gab ja schon eine neue Single und neues Promomaterial und so weiter, also das ist nicht unwahrscheinlich und die
killen auch jedes Mal, von daher wird das auch eine sichere Bank, denke ich. Die sind auch auf dem Partisan, glaube ich. Stimmt, ja. Ja. Die sind genau. Eh ein starkes Line-up. Also ist mir immer so aufgefallen, jetzt die letzten Tage so auf Instagram. Ja, auf jeden Fall. Die haben da schon ordentlich ihre Markierung gesetzt. Also. Wobei ich sagen muss, eine Woche vorher, Samstag, Sonntag im Junkyard in Dortmund, fast das gleiche Line-up wie auf dem Partisan. Nee. Also wirklich ein grandioses Line-up habe ich jetzt gesehen. Ich war jetzt im Junkyard am Wochenende und wirklich fast 1:1 das Line-up. Finde ich schon ein bisschen schade. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nur nach Dortmund gefahren. Aber gut, jetzt fahre ich wieder im Osten. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Leute das Metallica-Album aufnehmen werden. Ich finde es immer lustig, die ganzen Debatten zu sehen. Neue Single, war ich positiv überrascht, obwohl das Schlagzeug, irgendwas hat mich da an der Kickdrum so dermaßen genervt. Ja, es klingt halt nicht wie echtes Drum. Genau. Und Lars Ulrich gespielt wurde. Ja. Bei aller Liebe, aber nein, auf keinen Fall. Es gibt auch so ein Meme, irgendwie, da wird irgendwie das, ich weiß nicht, dass Lars Ulrich, nicht Lars Ulrich, dass der James Hetfield angesprochen wird, so, ja, warum ist Lars Ulrich so schlecht? Und dann meinte doch irgendwie James Hetfield, ja, Lars Ulrich ist nicht mal der beste Schlagzeuger in Metallica, von daher kann man sich antworten. ja, ich bin gespannt so. Also wie gesagt, eine Soundtechnik, die Kickdrum, oh, die hörte sich schon. Ja, weiß nicht. Es ist ja, die haben ja immer irgendeine Panne auf den Alben, sei es Sound Anger, Death Magnetic. Aber fand ich bei Hardwired auch schon, dass es schon etwas zu perfekt klang, das Schlagzeug. Aber insgesamt erwarte ich auch nicht wirklich viel was Besseres als Hardwired und damit wäre ich auch vollkommen fein, also von mir aus. Ja, sonst Obituary. Nee, ich wollte nur sagen, mich haben die 46 Euro für eine Vinyl-Vorbestellung direkt abgeschickt. Ach ja, also, da war was scheiße. In dem Moment war ich raus dann. Und dabei sehen wir doch nicht was bei den Konzertkarten, ne? Oh, das war gepfeffert. Ich kam nach Hause, hab gesehen, oh geil, online direkt ein Video zugemacht und dann habe ich mir das irgendwie 3-4 Mal durchgelesen, dann irgendwann verstanden. Du kaufst ein Ticket, was eigentlich ein Doppelticket ist, für 2 Tage, 2 Abende, aber es ist immer das Konzert donnerstags, Freitagspause und samstags ist dann der zweite Abend und du musst im Prinzip, wenn du halt nicht in der Nähe wohnst, musst du ein Hotel mieten und dann Urlaub dafür nehmen, Anreise, Sprit, Verpflegung, Hotel, Karten und die günstigsten Karten, habe ich selbst nachgeschaut, in der letzten Reihe irgendwo in Hamburg oder auch in Amsterdam 180 Euro. Für 2 Tageskarten, ne, also ist okay, aber halt letzte Reihe und so. Und du musst halt Hotel und Übernachtung und Sprit. Und da dachte ich mir so, nee, da bin ich leider raus. Das weiß ich nicht, ob man dann. Habe ich mich tatsächlich gefragt, ist man zu arm oder sind die Preise einfach nur pervers? Also ich kann mir das nicht leisten, um es mal so zu sagen. Oder ich bin zu geizig. Sagen wir mal, ich bin zu geizig. Ich will mir das nicht leisten. Ich will mir das nicht leisten. Das ist. Allein, dass man für das Geld halt auch andere Festivals oder Konzerte erleben kann. Partisan Rockhard Festival. Bin ich auch mal auf Celtic Frost gespannt oder Triptykon spielen Celtic Frost. Guten Tom Warrior. Vielleicht kommt da mal was, dass der mal ein bisschen in der Pötte kommt nächstes Jahr. Der hat ja 1000 Mal angekündigt, gibt irgendwie Triptykon-Album, ein Hellhammer-Album und irgendwie ein Mischmasch aus Celtic Frost und Early Hellhammer. Keine Ahnung, was, aber schon vor 3 Jahren. Bleibt spannend. Und ja, in dem Sinne, bevor wir die Runde beenden, und zwar haben wir noch der liebe Stelle und der Thorsten auch nochmal ihre Top 3 Platten geschickt. Beim Stelle sind das Halo Effect, Days of the Lost, Amorphis, Halo und dann Voivod mit Synchro Anarchy. Der Thorsten, Amorphis, Halo. Ghoster Imagine, ist die Band vom Stelle, und Crater Hate über alles und Blind Guardian The Gut Machine. Oh, The Gut Machine, auch ein Album von Blind Guardian, was tatsächlich bei mir untergegangen ist. Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand noch was sagen will zu Blind Guardian. Außer, dass wir mal eine Sonderfolge machen wollten. Ja, das
Das sollten wir gerne mal machen, um mal vielleicht die ganze Diskografie durchzuchecken. Ja, ich als eingefleischter, langjähriger Blind Guardian-Fan muss ehrlich sagen, ich war kurz davor, sie auch in die Enttäuschungsliste mit aufzunehmen, habe es dann aber doch noch sein gelassen aus alter Verbundenheit. Ja, ähnlich eigentlich wie die drei Alben, die ich gerade genannt habe. Der ein oder andere Song ist okay, aber im ganzen Großen und Ganzen bleibt echt auch leider nicht viel hängen und ja, auch nicht so richtig der Knaller geworden. Ja. War wie immer eine sehr, sehr schöne Runde mit euch. Ich freue mich auf das nächste Special, was wir dann Anfang nächsten Jahres machen werden. In dem Sinne, da draußen, liebe Leute, gehabt euch wohl. Bis dahin, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin und ciao, ciao. Passion, you know, for the passion of music.